Hallo, willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es erstmal. Heute gehen wir auf Smash, Karate gegen Düsseldorf. Wir haben den Stadion-Vlog, mit dabei ist die Flamie. Servus. Hallo. Der Herr da vorne. Hallo. Der Herr Thomas begleitet uns auch. Ja, ich würde sagen, sehen wir uns dann beim Starten oder vielleicht muss ich auch vorher und was essen gehen und bis dann. So Leute, jetzt kriegt ihr erstmal Infos zu Stadt Kaiserslautern und rundherum. Und Fakten einfach dazu, weil ich mir gedacht habe, wenn man es ein bisschen aufzählt, die Fakten so übers Video, ist hier geiler und besser. Fangen wir gleich mit dem ersten Fakt an. Kaiserslautern ist die fünftgrößte Stadt in der Pfalz mit etwa 99.292.000 Einwohnern. Auch wenn Kaiserslautern die fünftgrößte Stadt in der Pfalz ist, haben sie doch mit 24.000 Mitgliedern, Stand 2023, um einiges mehr als der Hauptstadtverein Mainz 05, der Bundesligist, mit knapp 14.000, Stand 2022. Ich habe leider keine aktuellen Daten gefunden, damit ihr halt den Vergleich seht. Falls jemand sagen möchte, ich bin parteiisch zum FCK, nein, bin ich nicht, es steht alles auf transfermarkt.de, könnt ihr gerne nachschauen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann wir gehen jetzt was essen. Und zwar auf dem von Markus Rüh. Gehen wir noch was essen. Und ganz herzlichste Grüße gehen an die militante Veganerin raus. Ich helfe sie. So, wir machen uns jetzt auf den Weg ins Stall und haben gerade was gegessen. Ich würde sagen, wir sind jetzt noch bei Einblicken vom zum Rundgehen und so. Wir sind von oben beim Stall wahrscheinlich wieder. Leute, wir sind jetzt im Stadion. Ich würde sagen, es ist eigentlich schon viel los, oder? Ja, definitiv. Ja, und irgendwie sind jetzt halt nicht so viel von mir im Stadion drin, sondern eher mehr so außen. Weil einfach ich gehe am Block, es ist einfach so laut, es ist zu laut ist wegen Filmen und so. Ja, ich würde sagen, wir sind da mehr Sinn vom Mädchen, vom halt Spielerischen, von den Fans her. So Leute, ich würde sagen, wir gehen zu den nächsten Fakten. Und zwar kommen wir jetzt auf die Aufeinandertreffung von den zwei Vereinen. Düsseldorf hat 21 Mal gewonnen, 12 Unentschieden gab es und 27 Siege für den FC Kaiserslautern. Heute im Stadion sind 47.956, aufgerundet ca. 48.000. Ich will es mal so geschätzt sagen, so 1000 Gästefans, oder vielleicht sogar mehr. Und jetzt sehen wir uns gleich im Stadion wieder. Bis gleich, ciao. Besser jetzt, ne? Ich hoffe, dass es auch nicht so wegen Karls mich auch dabei war. So Leute, jetzt Halbzeit. Ich war auch gut dabei. Ich fange jetzt die Pausenanalystik von mir rein. Und dann mal den Show. So, willkommen in der Marcel Davids Pausenanalystik. Und zwar fangen wir gleich an. FC Kaiserslautern hatte sehr viele Chancen und auch gute, sie den Ball halt nur nicht ins Tor bekommen. Wie heißt das schon im Spruch? Machst du die Bälle nicht vorne rein, bekommst du sie. So war es jetzt auch leider. Düsseldorf, ein Konter, direktes Tor. Also, spielerisch okay, aber wie auch schon gegen Karlsson, die gegen Hansa, sie treffen halt einfach nicht das Tor. Das ist das Problem, was ich halt finde. Ich würde sagen, gehen wir weiter ins Stadion und schauen wir weiter. Oh,
glaube, das wird nichts mehr entziehen. Nee. Schauen Sie, fährt dann Kasauter 0, Düsseldorf 3, 3 Tore. Das ist nicht so geil. Damit verabschiedet der FCK dann 13 Heimniederlage. Das ist der jetzige Saison. Nächstes Jahr hoffentlich besser. Die Hinrunde war eigentlich relativ gut. Rückrunde war eigentlich einfach Siege nur. Was sagst du dazu? Nicht gut. Sie kennt sich nicht aus, ja. Also, das Spiel war jetzt nicht so gut. Es gab Riesenchancen. Und sie haben sie aber nicht genutzt. Die Zwänge aufmucken müssen. Ja. Es wäre klein, dass du das aufmucken musst. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wollt ihr was sagen? Ole, ole! Okay, war's dann. Ciao, ciao!